Es war ein Deal mit weltpolitischer Tragweite, der im Jahr 2015 in Wien abgeschlossen wurde. Das lässt sich ohne Übertreibung sagen. Seit die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump das Abkommen einseitig verlassen und neue Sanktionen verhängt haben, besteht dieser Deal aber in vielen Bereichen nur noch auf dem Papier. Der Iran hat die Urananreicherung etwa dramatisch erhöht, wieder die Vereinbarung. Jetzt versucht man auf diplomatischem Wege in Wien zu retten, was vielleicht doch noch zu retten ist. Wobei die Hoffnungen diesbezüglich sehr verhalten sind. Was derzeit zwischen noblen Hotels in der Wiener Innenstadt abläuft, könnte vielleicht Ringstraßendiplomatie genannt werden. Weil die Abordnungen der USA und des Iran nicht direkt miteinander reden, nimmt die EU eine vermittelnde Rolle ein, trägt Vorschläge über die breite Ringstraße zur einen und zurück zur anderen Delegation. Ziel der Gespräche ist, die USA wieder ins Abkommen zurückbringen, das Trump verlassen hat. Den Iran dahin zu bringen, wieder alle Abmachungen einzuhalten, die er jetzt bricht. Österreich ist Gastgeber und bemüht auch während der Pandemie ein diplomatischer Zeremonienmeister zu sein, so Außenminister Alexander Schallenberg. Alle Beteiligten haben mir dasselbe gesagt. Sie hoffen, dass der Wiener Geist, der damals vor einigen Jahren zum Durchbruch beigetragen hat und zum ersten Atomdeal mit dem Iran, dass der wieder Platz greift und wir hier hoffentlich sehr bald weißen Rauch aufsteigen haben. Der weiße Rauch ist Zweckoptimismus Schallenbergs. Denn nach dem Zwischenfall in der zentralen Atomanlage in Natanz, der neue schnelle Zentrifugen schwer beschädigt, kündigt der Iran eine Anreicherung von Uran auf 60% an, statt der erlaubten knapp 4%. Das alarmiert auch die EU, die in Wien die Gespräche leitet. Die Verhandlungen hängen an einem seidenen Faden. Ich glaube, die letzten 4 Jahre haben klar gezeigt, dass eine Golfregion und ein Iran ohne Abkommen, auch wenn es nicht perfekt ist, viel gefährlicher ist. Und die Zeit, die sie haben, die vermutet wird von den Experten, die sie brauchen, um eine Atombombe zu bauen, hat sich auf wenige Monate verkürzt, die sogenannte Breakout Time. Das heißt, ich glaube, es ist sehr viel mehr Leuten bewusst geworden, dass ein Spatz in der Hand besser ist als eine Taube am Dach. Lieber ein nicht perfektes Abkommen, auf dem man dann aufbauen kann, statt gar nichts zu haben. Der Iran beteuert, man würde sich an alle Abmachungen des Abkommens halten, sobald die USA alle Sanktionen aufgehoben haben. Und die neue Regierung unter Joe Biden will zum Abkommen zurückkehren, sobald der Iran aufhört, mit schnelleren Zentrifugen die Urananreicherung auf neue Höhen zu bringen. Doch die Zeit drängt. Die in Wien beheimatete Atomenergieagentur hat nur mehr bis Ende Mai ein Mandat, um die iranischen Anlagen zu überwachen. Wir haben nur wenige Wochen Zeit. Das heißt, wir müssen in Wirklichkeit die Parteien jetzt schaffen, was sie vorher in vielen Monaten erreicht haben, in wenigen Wochen. Und die Schwierigkeit liegt darin, dass sehr viel Vertrauen, sehr viel Porzellan zerschlagen wurde in den letzten Jahren. Die Delegationen der Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens haben Fachgruppen gebildet, um Schritt für Schritt Lösungen auszuarbeiten, wie zum Beispiel blockierte Gelder des Iran freigegeben werden könnten. Denn der Iran ist durch die Sanktionen vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten.